ist gekommen. Schön, dass ihr da seid. Im Gedenken. Lasst feiern hier. An die Opfer von Mölln. Ist ja heute ein Anlass, der natürlich eigentlich nicht so schön ist, aber es ist umso tausendmal schöner, dass ihr alle da seid, um diesen Anlass hier in irgendeiner Form zu zelebrieren. Denn man kann auch mit Feiern erinnern. Heute sind wir hier, in 40 Jahren werden wir wieder hier sein. Und ihr auch. Und wir alle wissen, wofür und warum. Denn diese ganze verdammte braune Scheiße ist extrem vergiftet. Ein Konzert für das Erinnern und gegen das Vergessen. Es ist ihm wichtig, hier zu sein, heute wie vor 20 Jahren. Ohne Gage, als einer, der sich schon seit Jahren gegen rechts engagiert. Und mag man die Studenten nicht, denn die sind vergiftet. Ja, vergiftet. Alles ist anders seit damals in Mölln. In jeder verhängnisvollen Brandnacht starben 3 Menschen und das Misstrauen bleibt. Und Mölln mag keine Nazis, denn die sind vergiftet. Yeah, 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 vergiftet. Alles ist vergiftet. Komm, vergiftet. Alles ist vergiftet. Mir ist das alles vollkommen allgegenwärtig. Gerade weil ich eben damals so geschockt war, dass es vor Hamburgs Türen passiert ist. Also weil ich habe in Hamburg, ich bin da aufgewachsen, ich bin da geboren. Ich habe in der Innenstadt oder in der Stadt Hamburg noch nie einen Skinhead oder einen Nazi gesehen. In meiner gesamten Kindheit und Jugend. Und auf einmal passiert das und denkst, wie kann das sein? Ein paar Stunden zuvor. Trauermarsch durch Mölln. Die Familie der Opfer. Sie trauert Seite an Seite mit vielen. Ibrahim Aslan hat den feigen Brandanschlag überlebt, genau wie sein Vater. Für die Familie ein schwerer Gang, der leidvolle Erinnerungen hervorruft und doch auch Schmerzen mildert. Ihr seid unsere Bereicherung fürs Leben, weil wir wissen, wir werden immer jemanden haben, der an unserer Seite steht. Weil wir hatten die Hoffnung schon aufgegeben. Aber es sieht ja so aus, dass ihr uns so viel Kraft gibt, dass wir mit dieser Kraft einfach versuchen, auf den Beinen zu bleiben. Und deswegen möchte ich mich von meiner Familie und von den Menschen, die hier sind, erstmal herzlich bedanken, dass ihr hier seid. Und es tut mir leid, ich kann wirklich nicht so viel reden. Ich bin zu doll aufgeregt. Danke nochmal, dass ihr hier seid. Mölln, 23. November 1992. Der feige Angriff erfolgte in der Dunkelheit. In dieser Nacht werfen Rechtsradikale Brandsätze in 2 von Türken bewohnten Häusern. Während sich in dem einen Haus die Bewohner retten können, sterben in der Mühlenstraße 9 die 51-jährige Bahide Aslan, ihre 10-jährige Enkelin Yeliz Aslan und ihre 14-jährige Nichte Ayşe Yilmaz. Die Serie ausländerfeindlicher Vorfälle seit der deutschen Einheit ist um ein schreckliches Kapitel reicher. Ibrahim Aslam, damals 7, überlebte die Brandnacht wie durch ein Wunder. Also das ist die Rückseite von dem Brandhaus von 1992. Im Mittelgeschoss, also quasi die beiden letzten Fenster hier, da habe ich mit meiner Schwester, meiner Cousine, in ein Zimmer geschlafen. Da hat auch meine Oma mich von da aus gerettet mit einer nassen Decke und hat sie mich in die Küche gegenüber vom Zimmer gebracht. Meine Schwester und meine Cousine sind in diesem Zimmer im Mittelgeschoss, sind die beiden erstickt und sind auch dort gestorben. Ein paar Babyschuhe von Yeliz, ein paar Fotos. Viel mehr ließen die Flammen nicht übrig in jener Nacht, die das Leben der Familie für immer veränderte. Tam uykuya daldım, kaynanamın, annemin sesini duydum.
Ich war gerade eingeschlafen, als plötzlich meine Schwiegermutter rief: Es brennt, steht auf, es brennt. Ich sprang auf und alles war voll Rauch. Ich riss die Tür auf und bekam gar keine Luft mehr. Meine Schwiegermutter verstummte plötzlich. Ich öffnete das Fenster und rief um Hilfe. Dann merkte ich, dass das Baby erstickt. Ich wickelte es in eine Decke und ging zum Fenster. Ich sah meinen Schwiegervater aus einem der unteren Fenster klettern. Plötzlich riefen die Leute auf der Straße: Wirf das Kind herunter. Ich nahm das Kind und schaute nach unten. Ich dachte: Nein, ich kann ihn nicht hinunterwerfen. Wir waren im dritten Stock. Die Leute riefen wieder: Wirf das Kind herunter. Erst als sie eine Decke aufspannten, habe ich es hinabgeworfen. Sie fingen es sicher auf. Ich war erleichtert. Ich rief nach unten: Mama, rette meine anderen Kinder. Ich versuchte selbst nach unten zu gehen, aber alles war voller Feuer und Rauch. Schließlich bin ich kopfüber aus dem Fenster gestürzt, aber daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Faruk Aslan verbrachte den Abend bei seinem Bruder in Hamburg. Er wird niemals aufhören, sich vorzuwerfen, dass er in jenen Stunden nicht bei seiner Familie war, so sagt er heute. Da hat ein Freund dann angerufen, kurz nach 12, Faruk, euer Haus brennt. Und wir haben ihm das natürlich nicht geglaubt. Und dann haben wir gesagt, du verarschst uns und so. Und wo wir dann den Fernseher angemacht haben und wo dann noch zwei andere Personen angerufen haben, da habe ich mich in mein Auto reingesetzt und bin nach Mölln gefahren. Da war das Haus schon am Brennen. Ich habe nur meine Tochter gesehen im Krankenwagen, wo sie hat nur zu mir gesagt, Papa, und danach habe ich sie verloren. Meine Mutter und so konnte ich nicht sehen, haben sie mir nicht gezeigt. Die Täter sind schnell gefasst. Zwei Männer, einer von ihnen aus Mölln. Sieben Monate später werden sie wegen Mordes vor Gericht gestellt und vom Oberlandesgericht in Schleswig verurteilt. Der damals 25-jährige Michael P. bekam lebenslang, sein Komplize 10 Jahre, die Höchststrafe nach dem Jugendstrafrecht. Er war damals 19. Die Antwort der Hinterbliebenen auf Hass und Gewalt: Aussöhnung und Frieden. Ich habe meine Familie verloren. Es soll nicht noch eine Familie untergehen. Und deswegen möchte ich gerne zu den Leuten, die draußen zu uns zuhören, sagen: Wir wollen nicht mit Hass, nicht mit Gewalt, wir wollen im Frieden mit euch leben. Für die Justiz war der Fall schnell abgeschlossen. Für die Überlebenden ging der Albtraum weiter. Bis heute bleibt die Frage nach dem Warum. Den Lars und den Michael hätte ich gerne gewünscht, dass sie mit mir in einem Raum sind, ne? Natürlich wird da Wutausfälle kommen und so, das und dies. Aber ich könnte mich dann bestimmt zurückhalten, dass ich da nichts mache. Nur denen das ins Gesicht zu sagen, vielleicht schämen sie sich dafür, weißt du? Und das würde ich gerne mal wissen, ne? ob die wirklich erst bereuen, was sie getan haben. Mölln heute. Von dem Grauen von damals ist auf den ersten Blick nichts mehr zu sehen. Noch immer züngeln Flammen aus dem Haus an der Mühlenstraße 9, in Erinnerung an den 23. November 1992. In Terrakotta gearbeitet, hangeln sie sich an der Fassade hinauf. Das Haus ist saniert und wieder bewohnt. Sie haben es nach Bahide Aslan benannt. Das Entsetzen über das, was passierte, lässt Mölln nicht los. Ich kann nicht vorstellen, woher kann so Gedanken ankommen. Woher kommt der Hass? Das ist unverständlich. Wir denken immer daran, was da passiert ist. Es ist schlimm gewesen, aber das ist schon 20 Jahre her. Es ist schon ganz schön erschütternd gewesen. Aber es ist ja eigentlich beruhigend, dass seitdem nichts mehr passiert ist. Ich denke, dass wir dieses Urteil vom rechten Nest, was Mölln ja mal war, das sind wir ziemlich losgeworden. Eher im Gegenteil heutzutage. Und doch, ich gehe mit einem sehr guten Gefühl raus nach Mölln. Doch das Image der Stadt leidet noch heute unter den Folgen der Anschläge. Seitdem hat Mölln viel gegen das Vergessen und gegen Fremdenhass getan.
18.000 Deutsche leben hier mit 500 Türken. Friedlich, wie es heißt. Wir pflegen ein sehr friedliches Zusammenleben, auch mit den Einwohnern türkischer Herkunft. Das läuft völlig harmonisch ab, ich würde sagen fast freundschaftlich. Und insofern haben wir natürlich jetzt nach 20 Jahren auch ein Stück Normalität längst wieder gewonnen. Es ist natürlich nur auch so, dass wir auch von unserer Seite aus immer wieder daran gedenken und uns erinnern wollen, weil es eben ein ungeheuerliches Ereignis war. Mölln hat sich bewegt. Eine Vielzahl von Projekten und Initiativen fördern das Zusammenleben von Deutschen und Türken. Die Brandnacht und ihre Folgen führte in Mölln die Menschen auch zusammen. Sie gründeten den Verein Miteinander leben. Da hat sich schon ganz viel getan. Es hat sich einmal viel getan in der Arbeit, die wir im Verein geleistet haben. Und zwar nicht nur für Mölln, sondern auch für uns. Man hat eine viel, viel höhere Sensibilität sich entwickelt. Also wie Integration gelingen könnte, wo wir hingucken müssen bei den Fragen von Alltagsrassismus. Ganz wichtig, viel gelernt über, was ist eigentlich Rechtsextremismus, wie sieht er aus, wie verändert er sich, sodass wir heute in vielen Bereichen noch schon in der Lage sind, auch schneller auf Rechtsextremismus zu reagieren, weil wir diese Strukturen viel schneller wahrnehmen, die Leute, die sich hier mit dem Verein beschäftigen. Die Familie hat Mölln verlassen. Wo sie heute leben, möchten sie geheim halten. Doch wohin sie auch gehen, die Vergangenheit holt die Aslans ein. Faruk, der Vater, leidet unter einer posttraumatischen Belastungsstörung, macht eine Therapie. Er will sich und der Welt zeigen, dass er sich nicht unterkriegen lässt. Ich vermisse meine Tochter sehr, meine Mutter natürlich auch. Und ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ich hatte die ganze Kraft verloren. Und jetzt glaube ich, irgendwie werde ich die Kraft wiederfinden, weil ich weiß, dass ich sehr viele Freunde habe, die für mich immer da sind. Und ich habe auch Menschen, die mich sehr lieb haben und ich möchte sie nicht allein lassen. Deswegen fahre ich jetzt dahin, um ein neues Leben anzufangen. Und ich schätze mal, das werde ich schaffen. Die schreckliche Tragödie hat bei der Familie tiefe Spuren hinterlassen. Doch das kleine Enkelkind Medjed soll unbekümmert aufwachsen, so will es seine Mutter. Ich finde, im Allgemeinen sollte man damit abschließen, dass man jedes Jahr nach Mölln fährt und Gedenkenfeier macht, weil das für die Angehörigen muss ja eine richtige Belastung sein. Als ob man also den Tag noch mal neu erlebt. Deswegen, ich möchte das nicht, dass das mein Sohn halt macht. Auf gar keinen Fall. Mölln heute. Im Gedenken an den Tag, als die Stadt ihr Brandmal bekam. Und in Erinnerung an die Verstorbenen Wahide, Aysche und Jelles. Stumme Andacht und lautes Erinnern. Fremdenfeindlichkeit und rechte Gesinnung. Auch heute noch ein Problem in ganz Deutschland. Und deswegen sind sie heute alle hier. Und ein Gegenfan-Applaus für euch! Und für die, die heute noch bei der Demo waren, ein doppelten Applaus! Tschüss!